Soldat! Ich bin kurz davor abzubrechen, wirklich. Kotztüte, wir brauchen eine Kotztüte. Was geht ab, Freunde? Wir sind heute im Europapark und machen eine extrem aushalten Challenge um 1000 Euro. Mit dabei sind Moritz, Sven, Alpa, Johannes und Finne als Team Sägewerk, Team Schlafmütze und Team Augenbraue. Allerdings werden wir aber nicht alle in der gleichen Achterbahn fahren, sondern dieses Glücksrad entscheidet, welches Team mit welcher Achterbahn fährt. Oh nein, oh nein, oh nein. Können wir das auch? Yeah! Oh mein Gott! Ich glaube, das ist echt einer der schnellsten Achterbahnen hier mit Looping. Fjordrafting, Jungs. Diese Wasserbahn. Seid ihr wasserdicht angezogen? Das ist so arschkalt hier und ich habe eine graue Hose an. Perfekt. Und wir finden. Und. Oh, die Holzachterbahn. Ich würde sagen, jedes Team geht jetzt zu seiner Achterbahn und dann geht's los mit dem kleinen Haken, dass wir uns noch kleine Challenges überlegt haben, aber dazu später mehr. Oh, ich sehe sie schon hier. Ja, da aufgestanden, Alter. Das Ding ist, wir müssen jetzt auch auf der Achterbahn aushalten. Oh mein Gott, ey, das ist aber auch schon so laut. Oh mein Gott, das ist die Kurve. Wie oft sollen wir das nochmal fahren? So lange, bis wir nicht mehr können, bis alle raus sind. Ich weiß nicht, was schlimm ist, ob man Looping fährt oder ob man dann gleich komplett nass ist halt. Der sitzt hier, sieht trocken aus. Können wir noch bei Burger King erhalten, du? Der Start bei Onna, Bruder. Oh, hier sind. Oh, wer ist das denn hier? Digga, diese Show werden wir so oft sehen jetzt noch. Wir sind hier komplett unter Wasser. Ich weiß halt gar nicht, was auf uns zukommt gerade. Ja? Wünsche uns Glück. Hasta la vista, Baby. Ciao. Kakao. Ich werde keine Mine verziehen. Ich glaube, jetzt geht's runter. Also ich würde sagen, die 1000 Euro werden wir einsacken. Ja, ich habe richtig Angst. Ich wusste ja nicht, was auf uns zukommt, aber ich bin heute komplett grau angezogen. Bist du ein Achterbahnfreund? Ja, Mann, ich feier Achterbahn. Ich hab's mir ein bisschen entspannter vorgestellt. Ich hab's ja auch ein bisschen entspannter vorgestellt. Da drüben sind gerade Johannes und Moritz. Leute, es ist mies kalt. Ich glaube, es sind gerade 6 Grad, 7 Grad oder so. Und man spürt sofort die Tropfen, die... Ich konnte gleich ins Boot, Digga. Ich konnte ins Boot, Alter. Das ist halt geil, Digga. Das Ding ist einfach der absolute Hammer. Ich spüre, ich glaube, echt viel mehr. Boah! Ja, da kann sein, dass es jetzt langsam ein bisschen nass wird, Digga. Oh nein, wir werden hoch. Oh nein. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, oh, oh. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, Bro! Oh, Zombies sind gruselig schon, die Dinger hier. Imagine, du fährst ja wirklich abends, wenn es dunkel ist. Digga, du siehst dann solche Leute, die mit so einer Axt da rum sind. Digga, easy! Und wir haben ja die schnellste Achterbahn, das ist unmöglich, wir werden auf jeden Fall verlieren, Digga. Ey, das ist die schlimmste Achterbahn, um hier auszuhalten. Alter, das war kranke Scheiße, Digga. Und das war gerade mal die erste Runde. Ich kann das echt nicht so gut, Alter. Hab ich geschrien? Ich glaube, ich werde euch abbrechen, Digga. Guck mal, meine Augen, ich tränen komplett, Alter. Na ihr, ich bin euer Game Master. Die erste Runde war ziemlich leicht, oder? Ich dachte, wir chillen jetzt einfach nur die ganze Zeit so und fahren jetzt die ganze Zeit. Was haltet ihr davon, wenn ihr eine Runde blind fahrt? Digga, auf gar keinen Fall. Ich hab gedacht, wir fahren einfach nur. Und was? Aufgaben? Und Tape werden unsere Augen zugebunden. Digga, das ist richtig komisch, blind zu sein. Jetzt muss ich mich auf mein Ohr verlassen. Siehst du was? Ich sehe gar nichts. Oh mein Gott, es geht los. Es geht los. Fahren wir? Ja. Oh nein! Och, Digga! Oder das Blind ist halt echt Arsch, ne? Blind ist halt wirklich komplett Arsch. Ach, nö. Ey, hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, wenn wir sterben? Oh mein Gott, ich hab so Angst! Wer bekommt dein Erbe, wenn du stirbst, Bro? Wer kommt herunter? Der käme runter! Als jetzt die ganze Zeit hier irgendwie im Looping oder sowas zu fahren. Das ist stimmt. Ist das geil, Alter? Vielleicht die Aktien. Gut, Digga. Digga, warte mal, was kommt denn? Wir kamen gerade hoch, Digga. Es fällt runter. Ich hasse es! Es war das dümmste Video! Ich hasse es! Oh mein Gott! Ey, Bro, darf ich ganz kurz was sagen? Nein. Mir geht's gerade richtig schlecht, weil es die ganze Zeit schaukelt und dadurch, dass ich nicht sehe, wird mir gerade richtig übel. Ich meine das voll ernst. Oh mein Gott, Digga! Oh. Ich muss das abhören. Ich muss auch. Oh, das tut so weh. Oh. Ihr denkt euch wahrscheinlich, was labert der gerade für ein Bullshit? Ich werde immer richtig schnell seekrank und ich merke das auch gerade.
Ah, tut das weh. Ah. Augenbrauen, Bro. Meine Augenbrauen. Meine Augenbrauen, Digga. Ich bin kurz davor abzubrechen, wirklich, Digga. Nein! Oh mein Gott, ich schwöre, mir geht's richtig im Magen rum. Ich werd dieses Tape, was an meinen Augen ist, abnehmen und ich hier dran festtapen. Ah! Ein scheiß Video drehen! Digga, schau, wie die Augenbraue abgefallen ist! Ich hoffe, es wird nicht schlimmer. Und Freunde, nicht zu vergessen, in diesem Video werden natürlich auch wieder drei Leute von euch gegrüßt. Deshalb gehen liebe Grüße raus an Julian, Pizza Hawaii und Zoe. Vielen Dank für eure Kommentare. Und wenn ihr im nächsten Video auch gegrüßt werden wollt, dann schreibt doch jetzt einen Kommentar. Als nächstes malt eurem Teampartner diese Zeichnung ins Gesicht. Das schönste Gemälde gewinnt. Ja! Ja, aber du malst nicht, wenn wir richtig fahren, malst du nicht mehr. Ich schaff nicht mal ein Strichmännchen, what the hell? Komm her ran, komm her ran. Scheiße! Es ist Arsch, es ist viel zu dunkel, du kannst dich auch erkennen. Digga, wie malt mein Schmetterling? Ich hab schon die komplette Bruder, geh rüber, geh rüber. Geh rüber, geh rüber. Lass dich nicht mit. Nein, noch nicht, denk, wir hochfahren. Okay, okay. Es wird. Wir haben relativ lange Zeit, sonst fehlt es. Es läuft mir so den Rücken gerade runter. Mal doch, mal nach Zeit! Wir haben es geschafft, weil wir uns runtergehen. Ah! Ich muss kotzen, glaube ich. Boah, ich wurde so angepinkelt. Jetzt runter. Ja, ist geil, es bleibt jetzt so. Wir runter. Jetzt kommt der Luftmann. Oh mein Gott. Zieh das durch, Digga. Jetzt zieh das durch. Ich glaube, es ist Feierabend, Digga, bei mir. Echt, nein? Jetzt schon? Ja. Nein. Doch. Eine Runde noch. Ich kann nicht mehr. Digga, eine Runde noch. Mach halt die Fresse, Bruder. Oh, halt die Fresse. Die anderen werden safe noch 50 Runden mehr fahren als wir. Bruder, die haben auch die Pipi-Achterbahn, Digga. Leute, was sagt ihr? Also jetzt zum Endresultat? Ich seh's halt nicht. Okay, komm, ich hab ein bisschen Zeit noch. Ich kann das ein bisschen perfektionieren, so. Oder. Ich glaube, ich halte das hier echt nicht mehr lange durch, wirklich. Er will abbrechen. Mühltalk, Digga. Ich weiß nicht mehr, ich kann, Digga. Er will raus hier. Das ist wirklich nicht so spannend. So eine Runde geht doch nämlich Feierabend, Digga. Es regnet und wir sind auf der Wasserbahn. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Wenn ihr übrigens noch mehr Content von mir sehen wollt, dann checkt sehr gerne meinen Zweitkanal Lewinsky ab. Dort kommen Videos online, die es auf den Main-Channel nicht geschafft haben, wie zum Beispiel Best-Offs, verschiedene Videoformate, Stream-Highlights oder Vlogs. Also checkt den sehr gerne ab. Erster Link in der Beschreibung. Der Intelligentere von euch bekommt diese Kopfhörer und der andere muss von seinen Lippen lesen. Ihr habt eine Runde Zeit. Hörst du mich? Moritz? Was? Kauft den wie Zumsa. Oh mein Gott, das ist ja ultra lang. Mach langsamer. Kauft! Raus! Kauft! Lauf! Kauf! Kauft! Kauft! Rucksack! Kauft Levin-Rucksack! 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 Ja! Rucksack! Rucksack! Kauf Leben Rates Rucksack! Achterbahn! Kauf Leben Rates Rucksack! Ja! Ja! Yes! Kauf Lebens? Rucksack! Rucksack! Ja. Kauf Lebens Rucksack! Genau. Also Kauf Lebens Rucksack, der neue Leben Rates Walker Rucksack! Oh! Wenn ich jetzt aber verkotze, ich ihn. Was? Nein, ich bin raus, wirklich raus. Ich weiß nicht, ich höre nicht, was er sagt, aber ich glaube, er ist raus. Kotztüte, wir brauchen eine Kotztüte. Was, Digga. Kauf Lebens Rucksack. Kauf Lebens Rucksack war das Wort, oder? Och, Digga. Oh, Johannes, du meinst so ein Ball? Nein. Bei aller Liebe. Aber mein Inhalt des Magens sollte heute noch drin also sein. Also ich hätte noch locker 15 Mal fahren können. Nee. Ihr kennt das Spiel, wer bin ich? Heute spielen wir die extreme Version. Einer bekommt einen Namen und muss den erraten. Der andere darf nur mit Ja oder Nein antworten. Aber um sicher zu gehen, dass ihr nicht schummelt, bekommt der andere seinen Mund zugeklebt. Eine Frau? Mann. Das ist ein YouTuber. Machst du rum? Das ist Moritz. Hatte über 1 Million Follower. Über 2. Über 3. Warte mal, YouTuber, 3 Millionen. Okay, ich weiß, wen du meinst, aber ich belasse es bei der. Ich sag die Antwort später. So, Tattoos. And your name? Montana Black. Montana Black. Ja, ist gerade eben da vorne noch, Alter. Es war sehr klar. Bro, ich sag dir ehrlich. Bleib mir drin, ne? Ich schaff's aber nicht mehr lange, Zeichne folgendes Bild nach. Wenn dein Teampartner nach der Fahrt erkennt, was es ist, bekommt ihr einen Punkt. Bro, das soll ich zeichnen? Wie? Digga, denkt ihr, ich bin Da Vinci oder was? Das Problem ist, ich kann nicht zeichnen, Bro. Schneemann. Soll ich draufschauen? Ja, du darfst gucken. Achso, stimmt. Oh, Bruder! Pikachu! Ja! Ja! Pikachu, Digga! Das ist ein Hund, das ist ein Mops. Nein. Bruder, was sind diese zwei Punkte da? Ah!
Pikachu. Ja! Ja! Das war's, Bro. Müssen abbrechen. Ich kotze. Nein. Ich muss kotzen, Bro. Bro, Digga, wir haben gesagt, wir ziehen durch. Ich kann nicht mehr, Bro. Wir haben gesagt, wir ziehen durch. Ich will nicht mehr. Nein, Bruder, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Bro. Ich kotze hier alles voll. Ich kann nicht mehr. Ey, ich hoffe, wir sind besser als die anderen. Ich bin durch, Jungs. Ich bin durch. Mach die Kamera aus, Digga. Gleich. Haltet diesen Luftballon eine ganze Fahrt nur mit euren Köpfen fest. Viel Spaß. Ey, wenn das neben meinem Ohr platzt, ich mach euch alle fertig. Ja, es wird immer romantischer hier, ne? Oh, es zieht so sehr. Der Wind zieht so sehr. Bruder, wie war es bei euch? Mir ist ein bisschen schlecht. Oh, es war so schrecklich. Sind die noch drin, Alpay und Sven? Die sind noch drin. Die sind noch drin? Nein. Immer noch hier jetzt immer hier. Noch. Oh! Bro, was war? Wir haben jetzt hier gerade einfach den Schlauch zur Verfügung bekommen, um die Jungs abzuspritzen. Ich würde sagen, wir holen die jetzt mal aus ihrer Bahn raus. Ja, das ist so easy. Also, das ist so easy. Freunde, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr so crazy Videos sehen wollt. Ich würde sagen, Alper hat das letzte Wort. Wir lieben euch.